Hallo und herzlich willkommen bei Money. Ja, heute testen wir mal die neue Demo-Option bei Path of Titans. Und zwar kann man da als Dinosaurier jetzt selbst über die Map laufen. Das wollen wir jetzt mal testen. Dazu gehen wir mal auf E. Ja, das ist das neue Map Exploration. Also, wir können die Map erkunden. So, vorher gab es ja nur, dass man sich einen Charakter erstellen konnte, aber mit dem nichts weitermachen konnte. Man konnte sich die AI angucken, wie es über die Map lief. Und man konnte sich das Zeit-Wetter-System anschauen. Aber nun können wir selber über die Map laufen und das schauen wir uns jetzt an. Ja, als Lateni Venatrix. Ist ein Zungenbrecher. Ist ein Zungenbrecher. Aber hey, wir haben ihn richtig ausgesprochen. Ich werde ihn jetzt nicht mehr sagen, diesen Namen, weil ich kann jetzt nur noch alles falsch machen. Also, von daher, alles klar, close. Mal schauen, wie das ausschaut. Ah, okay, wir müssen uns erst einen Charakter erstellen. Das machen wir dann auch. Wir erstellen uns einen Charakter. So, hier können wir uns natürlich wieder den Skin aussuchen. Ja, wir können nur als Vogel rumlaufen. Wir können auch zwischen Male und Female wählen. Und ansonsten können wir eigentlich nur noch den Skin und die Farben anpassen. Was sind das so für Skins? Schauen wir mal. Oh, was sind das? Kann ich den wählen oder muss ich hier donaten? Kann ich Donate, Rosal Player? Okay. Hier gibt's dann Donate, Teutonic, okay. Hier gibt's anscheinend Skins. Muss ich dafür donaten oder kann ich jetzt einfach hier. Wir nennen den jetzt einfach mal Manisaurus. So, das ist der Manisaurus. Wir sagen jetzt einfach mal Create. Oder muss ich vorher donaten? Ich weiß nicht. Wir machen jetzt einfach mal Create. You don't own the skin. If you recently purchased the skin, please restart the game. Otherwise, let us know on the bug trigger. Okay, also für manche Skins muss man vorher donaten. Für die, die diesen Skin erstellt haben. Das machen wir jetzt mal nicht. Also, das bleibt jedem selbst überlassen, ob er das tun möchte oder nicht. Wir nehmen jetzt einfach mal einen Skin, der schon da ist, wo man nichts donaten muss oder sonst irgendwas. Ist denn nicht bunt hier? Ja, wir nehmen mal den. Das sieht jetzt ein bisschen schäbig aus, aber ihr seht, es dauert einfach ein bisschen, bis er reingeladen hat, korrekt. Und ja, der sieht cool aus, der Skin. Den nehmen wir. Sage jetzt einfach Create. Jetzt haben wir den hier. So. Wählen wir hier nochmal aus und dann gehen wir auf Spawn. Zack, da sind wir. Wir sind ein Dino auf dieser Map. Was können wir machen? Wir können natürlich laufen, ne? Hier, wir können sprinten. Oh, der fühlt sich richtig schnell an. Und jetzt springen. Oh ja. Oh, Leute. Schaut's euch an. Kann er schwimmen? Ist das Wasser tief genug? Nee. Da kann er jetzt nur laufen. Wasser. Ah ja, okay. Er läuft also auch aus, ne? Also er stoppt nicht abrupt ab. Das ist cool. So, auf H setzt er sich hin. Okay, so sieht er irgendwie aus wie ein Pinguin. Von der Sitzpose her, ne? Erinnert so ein bisschen an Pinguin, aber. Okay, so steht er wieder auf. Die können sich auch schlafen legen, ne? Können die sich nicht irgendwie schlafen legen? Können wir das in den Settings nachschauen? Controls. Okay. Gameplay? Nee. Nee, da kann man noch nicht so viel machen. Okay. Wir probieren jetzt einfach mal ein paar Tasten aus hier. R, T, Z, U, I, O, P, Ü, A. Na gut. A, S, D, da bewegt er sich. Auf F macht er einen Call. Nice. G macht er nichts. Auf H legt er sich hin. Ich drücke jetzt H einfach mal länger gedrückt. Vielleicht macht er da was. Nee, er steht einfach wieder auf. Okay. J, K, L. Ah, auf L macht man die Anzeige unten weg. Okay. Ö, X. Y, X.
Auf C. Oh Gott. Ist das der Schleichmodus? Ist das der Schleichmodus? Okay, nochmal C. Was macht denn der auf Steuerung? Auf Steuerung macht das gleich. Okay. Steuerung und C sind gleich belegt. V, B, N, M, Punkt, Komma, Minus, Shift. Okay. Ja, gut. Wo war denn das jetzt? Jetzt guck mal, jetzt läuft das so langsam. Macht denn der das? Ach, auf Z. Okay, auf Z. Auf Z geht er in den langsameren Modus. Ist cool. Gucken wir uns mal die Calls an. Die Calls. Der 1er Call. Oh, nice. Nochmal. Okay, der 2er Call. Scheiße, es ist geil. Habe ich gerade Scheiße gesagt? Das darf man gar nicht, gell? Boah, verdammter Mist, ist das gut. Der 3er-Call. Oh, fuck. Oh, Scheiße. Ich hab's schon wieder gesagt. Nein. Das ist der 3er-Call. Leck mich fett, ist das geil. Der 4er-Call. Okay. Er hat sogar einen 5er. Okay, auf 5. Schüttelt er sich. Krass. Okay. Also wir sind uns einig, ne? Der 1er Call ist der Broadcast. Ja, der soll wohl einfach sagen, hey, hier bin ich, ne? Der 2er Call, was könnte denn das sein? Also bei anderen Dinos-Spielen ist es meistens der Friendly Call. Ich meine, er hört sich auch relativ friendly an. Es könnte aber auch so ein Sozialisierungsruf sein, ne? Irgendwie. Ah, ich weiß nicht, aber. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu den Calls denkt, was welcher Call für welches Emote oder sowas steht, ne? Hier ist nochmal der Dreier. Also da sind wir uns einig, ne? Das ist einfach, ey, Leute, verpisst euch, ne? Das ist der aggressive Rohr. Das ist der Vierer. Was könnte der Vierer stehen? Also so ein Submissive Call wie zum Beispiel ein Beast of Bermuda, so klingt das nicht, ne? Es klingt nicht so, ich ergebe mich oder sowas. Aber ich weiß es nicht. Was glaubt ihr? Und der Fünfer? Ich weiß es nicht. Aber es sieht auf jeden Fall verdammt geil aus. Also der Dreier, oh Leute, also Leute, der Dreier, der macht mich echt fertig, ne? Der macht mich echt fertig, Leute. Okay, das ist richtig, richtig geil. So, springen kann er noch. Aber mehr ist dann auch erstmal nicht, ne? Bricht er sich irgendwie die Haxen, wenn ich zu weit oben springe? Ne, erstmal nicht. Er landet wie ein Vögelchen. Geschmeidig. Geschmeidig. Da fände ich es irgendwie geil, wenn er noch mehr sag mal, die Flügel ausbreiten würde, wenn er von so ein bisschen höher springt, damit er so ein bisschen gleitet oder sowas, ne? Das wäre richtig nice. Aber ja, der Regen sieht auch gut aus auf der Map. Wir schauen uns jetzt noch ein bisschen die Map an. So wie das Wasser ausschaut. Hier können wir auch, glaube ich, drin schwimmen dann, ne? Ist tief genug. Okay, wir stehen ein bisschen auf dem Dingens. Aber, okay, wir schwimmen. So sieht es von unten aus. Aber der. Ist das eine Schwimmanimation wirklich? Weiß es nicht. Ja, von oben sieht es okay aus, ne? So, gucken wir uns mal die Seeblätter hier an. Okay. Okay, wir werden langsamer im Schwimmen. Oje, oje, komm, du schaffst es. Du schaffst es. Gott, das ist weit weg. Umdrehen lohnt sich nichts, genauso weit weg. Ah. Okay. Wir schaffen es.
Okay, ich glaube, das ist so der Effekt, wenn sich dann das Federfell mit Wasser gefüllt hat. Da kommt man nicht mehr so schnell voran, weil man wird halt einfach schwerer, ne? Mal ein bisschen rudern hier. Nee, das bringt auch nicht so viel. Aber es sieht okay aus. Also das Schwimmen sieht okay aus. Aber natürlich das Laufen, also das Laufen fühlt sich richtig gut an. Die Calls, Leute, also richtig geil. Ich bin hin und weg von den Calls, ne? Ihr merkt das, ne? Ich bin richtig enthusiastisch, ne? Also auf das Vieh freue ich mich schon irgendwie, aber ich werde mich wahrscheinlich auf jedes Vieh freuen, was da rauskommt. Mega nice. Okay. Hier so entlang. Also das Wasser sieht auch schön aus. Oh, ein Schmetterling. Oh, er ist weg. Okay. Also die Umgebung auch gut, ne? Jetzt wird es gerade so ein bisschen neblig. Das ist schon so ein bisschen. Das hat Atmosphäre, ne? Das hat Atmosphäre. Das sieht richtig nice aus. Wobei man sagen muss, so an der Umgebung ein bisschen, eventuell die Grafik noch ein bisschen hochschrauben, dass es noch ein Ticken echter wirkt vielleicht. Bin mir nicht sicher. Aber es sieht schon geil aus. Schau mal die Bäume, wie die wehen und sowas, ne? Also, nee, es ist, Leute, es ist super. Also mir gefällt das. Es ist atmosphärisch. Richtig geil. Schau mal, wie die Blätter hier umherfliegen. Merkt, es wird windig. Bei dem Wetter wird es einem schon ein bisschen klamm hier. Paar Sonnenstrahlen gehen hier noch durch, aber nicht mehr viel. Also, das, was sie bis jetzt hier zeigen, ist top. Leider wurde der Pre-Release verschoben aufs erste Quartal 2020. Was aber eigentlich schon, es war schon fast klar, weil es ist ein Mega-Projekt, was sie da vor sich haben, ja. Und wenn die das jetzt im Dezember rausgebracht hätten, es hätte mich wirklich sehr gewundert, ja. Aber lieber ein bisschen nach hinten schieben, dafür geilen Content, geilen spielbaren Content rausbringen, auch in der Pre-Release-Phase, ne? Und sich dafür ein bisschen mehr Zeit nehmen, ja. Also das darf man den Entwicklern schon ein bisschen zugestehen, ja. Aber wenn ich das hier schon so sehe, ich freue mich auf den Rest, ganz ehrlich. Ich freue mich auf den Rest. Wie ist denn eure Meinung zu Path of Titans? Und freut ihr euch auch schon so auf den Release 2020? Wenn ja, wenn nein, egal, schreibt es mir in die Kommentare. Leute, das war's von Money. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis denne.